Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus Lake George nennt sich das. Das ist in den USA, damit greife ich dem einen oder anderen, der meine Reise verfolgt, auch ein bisschen vor. Aber so ist nun mal. Ich muss mich ab und zu mal aus der Zukunft melden, quasi. Worum soll es heute gehen? Natürlich um meinen zuletzt genutzten Reifensatz, der eine Mischbereifung letztendlich war zwischen dem Dunlop Trailmax Mission auf dem Vorderrad und dem Motors Tractionator Adventure auf dem Hinterrad. Und obligatorisch wie immer, für alle, die mich bisher noch nicht kennen, weiter großartig, ich bin Jens, treibe hier den kleinen YouTube-Kanal Meine kleine Weltreise. Name ist ein bisschen irreführend, aber darauf will ich gerade gar nicht eingehen. Ich bin seit ziemlich geraumer Zeit, seit fast weit über anderthalb Jahren auf großer Motorradtour gerade und wie man gehört hat, aktuell in den USA wieder unterwegs. Und ja, da verbraucht man nun mal das ein oder andere an Reifen. Ich selber bin ein ziemlich ruhiger Motorradfahrer, lasse es also nicht sonst wie krachen. Bin ein Offroad-Neuling, auch wenn ich mittlerweile schon einige an Kilometern im Dreck sozusagen zurückgelegt habe, aber da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben, um da zu lernen. Und ja, ich bewege mich da nach wie vor sehr vorsichtig auf dem Gebiet und dementsprechend halten meine Reifen auch relativ lange. Wobei man auch sagen muss, aufgrund der ruhigen Fahrweise, die für mich persönlich ganz angenehm ist, halten meine Reifen im Allgemeinen deutlich länger. Insofern sollte man da auf die Zahlen vielleicht nicht ganz so drauf achten. Aber ich nutze die Gelegenheit hier, um einfach euch da draußen, gerade denjenigen, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, einfach so ein bisschen Feedback zu den Reifen zu geben, weil nicht jeder hat die Möglichkeiten, innerhalb von einem Jahr mehrere Reifensätze auszuprobieren, weil er einfach nicht so viel fährt. Ne? Gut, dann kommen wir einfach mal zu dem Objekt der Begierde. Alles, was ich hier sage, ist erstmal insofern unter Vorbehalt gedacht, dass man halt davon ausgehen muss, dass ich hier mit einer Mischbereifung gefahren bin. Ja, insofern, ich kann euch keine Aussage dazu geben, wie es wäre, einen kompletten Motorsatz zu fahren oder wie es wäre, einen kompletten Dunlop-Satz zu fahren in dem Fall. Aber ich kann euch, wie gesagt, erzählen, wie die Kombination für mich funktioniert hat. Kommen wir mal zum Vorderrad als solches. Das Vorderrad hat bei mir in dem Zustand 16.453 Kilometer runter. Hat also eine ganze Weile gehalten vom Prinzip her, ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches für einen Vorderrad. Ne? Der Dunlop Trailmax Mission, der kommt aus amerikanischer Produktion, das muss man hier ganz klar mit dazu sagen. Hintergrund da ist einfach, dass da vor vielen Jahren ein Joint Venture zwischen Goodyear und entsprechend der Sumitomo Group gab und damit so gewisse Einschränkungen für den Markt entstanden sind. Und darauf jetzt ein bisschen mehr einzugehen, hat jetzt hier an der Stelle nicht so viel zu suchen, schweift ein bisschen ab vom Thema und ja, dauert auch ein bisschen. Wie auch immer, muss man sagen, an der Stelle ist dieser Reifen speziell in Amerika produziert, quasi auch für den amerikanischen Markt, auf dem amerikanischen Markt und ist deshalb dann natürlich am Anfang auch schwer zu haben gewesen in Europa. Dasselbe sieht man jetzt auch mit dem Trailmax Raid, der aus dem europäischen Sektor stammt und dementsprechend nicht für den amerikanischen Markt gemacht ist und dann halt eine ganze Weile gedauert hat, bis dieser Reifen quasi hier in Amerika zu kriegen war. Ja, nur mal so als Hintergrund. Gut, der Trailmax Mission wird als 50-50 Reifen gehandelt, hat aber ein ziemlich ausgeprägtes Straßenprofil, wenn man sich den anguckt. Also er ist halt ziemlich rund geformt und hat dementsprechend auch relativ viele Vorteile auf der Straße. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, ich war mit dem Trailmax Mission sehr zufrieden und da kommen wir einfach mal direkt gleich zu den Stärken vom Trailmax Mission. Der Trailmax Mission als solche hat bei mir eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Funktioniert auf trockener Straße extrem gut, halt wie ein Straßenreifen eigentlich gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie wegrutscht oder ähnliches. Klar, wenn man es übertreibt, dann fängt er an, sich anzukündigen, aber da muss man schon ganz schön übertreiben an der Stelle. Beim Regen auf Asphalt letztendlich sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Also er ist nicht ganz so regenstabil, muss ich sagen. Er ist hier und da, fängt er dann doch schon mal an zu rutschen.
Da hätte ich meine Bedenken mit einem Hinterreifen zusätzlich, ja, wenn er genauso reagiert und davon ist auszugehen, weil er profiltechnisch ähnlich ist. Denke ich mal, sind die Dunlop Trailmax Mission auf nasser Fahrbahn nicht so sonderlich hervorragend. Natürlich muss man das immer unter Vorbehalt sehen. Man kann sich ja natürlich entsprechend anpassen, mache ich ja auch. Dann fährt man halt ein bisschen langsamer, dafür sicherer. Das ist jetzt nicht so, dass der Reifen komplett versagt im Regen, aber doch schon früher an seine Grenzen kommt als so manch andere Reifen an der Stelle. Ansonsten ist vom Einlenkverhalten her, ist es halt ein typischer Straßenreifen mit den entsprechenden Rundungen. Der Bogen vom Reifen selber ist auch relativ groß, muss man sagen. Und insofern lässt er sich eigentlich ohne großen Kipppunkt in die Straße oder in die Kurve lenken. Das ist für viele Leute, sag ich mal, sehr, sehr angenehm. Man muss halt nicht ordentlich Kraft aufwenden, um das Motorrad in die Kurve zu drücken. Ich persönlich habe damit kein Problem, weil mein Fahrstil einfach dem entspricht. Also das Motorrad immer in die Kurve zu drücken und ob es dann irgendein Adventure-Reifen ist, der einen Kipppunkt hat oder ob es dann jetzt quasi der Trailmax Mission mit nahezu gar keinem Kipppunkt, stört mich selber nicht, aber ich will es einfach an der Stelle dazu sagen. Ja. Soweit auf der Straße, also er macht eine gute Figur, er wird relativ schnell warm und ist relativ schnell auf Temperatur. Ich habe keine Probleme gehabt von wegen so Tar Snakes, wie das hier so schön heißt, also quasi Bitumstreifen, dass er denen irgendwie gefolgt ist. Da hat er eine gute Figur gemacht, auch hier oben im, ja, im Norden, sag ich mal, Kanadas, wo sehr, sehr viele Lichtgitterbrücken sind, also quasi so mit Stahlgittern drinnen, wo Motorräder oft anfangen, mit bestimmten Reifengattungen hin und her zu schlingern und ganz komplett die Spur zu versetzen und so. Das kann mitunter sehr, sehr unangenehm werden. Da hat er auch hervorragend funktioniert, aber eben, weil er halt ein ziemlich straßenorientiertes Profil hat. Überrascht hat er mich dann in dem Part Offroad auf trockenem Gravel, auf trockenem Schotter sozusagen, hat er erstaunlich gut funktioniert und bei mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen erzeugt. Also ja, das war schon fast wie in Ekstase. Also ich bin so bestimmte Routen gefahren, den Continental Divide Trail zum Beispiel in Amerika, wo du einfach übers Feld geflogen bist damit, weil einfach so viel Sicherheit versprüht hat. Das war sehr, sehr angenehm. Also war ich unglaublich überrascht, dass er trotz dieses, ja, Straßenprofil-Aussehens so gut funktioniert hat auf Schotter. Ja. Klar, wenn es richtig grob wird, dann verliert er da natürlich sein Biss, ja, weil er einfach kein vernünftiges Negativprofil hat, beziehungsweise die Größe der Fläche des Negativprofils halt nicht da ist. Ne. Von der Tiefe her ist er eigentlich schon ganz gut, deshalb greift er, glaube ich, auch ganz gut auf so normalen Hardpack, auf normalen Schotterstraßen. Wenn es, wie gesagt, richtig steinig wird, dann kann man damit keinen großen Blumentopf gewinnen, aber er funktioniert auch da. Ja. Im Umkehrschluss genauso, wenn es dann rein in den Sand geht, da fehlen dann einfach die Profile an den Seiten links und rechts, um dann da nochmal wirklich den letzten Grip zu geben, um Spurtreue zu erzeugen. Das heißt, der Reifen ist jetzt nicht wirklich dafür gemacht, um damit durch tiefen Sand zu fahren, aber das sollte einem klar sein, wenn man das Profil sieht. Aber er ist, wie gesagt, auf Schotter, läuft das Ding wie auf Schienen, also war ich unverschämt überrascht, war ich unglaublich überrascht davon, war positiv definitiv. Sehr, sehr schön, muss man sagen. Auf der Negativseite in Sachen Offroad ist dann halt wirklich, wie gerade schon mal gesagt, tiefer Sand kann er natürlich nicht. Und dasselbe ist dann aber auch bei Matsch. Tiefer Matsch, kann man gleich von vornherein sagen, funktioniert nicht. Ne? Aber negativ überrascht war ich dann halt, dass er auch schon bei leichten Nässeverhältnissen anfängt, ja, schwammig zu werden. Ich will nicht sagen, dass er da rutscht und tut und macht, aber es fühlt sich dann plötzlich völlig anders an und fühlt sich dann plötzlich so schwammig an auf dem Vorderrad, dass ich ja nur gefahren bin. Da habe ich so einige Situationen gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt schmiert er mir weg. Hat er zum Glück nicht, also irgendwie hat er es dann doch immer noch geschafft, sich zu fangen, aber er hat auf jeden Fall nicht mehr dieses sichere Gefühl vermittelt. Ja, wir reden bei leichten Matsch, meine ich, wenn man so abgetrocknete Pfützen hat, ne, auf einer Schotterstraße, wo quasi die ersten paar Millimeter immer noch nass sind, aber darunter dann trocken wird, da fängt er halt schon an, so ein bisschen schwammig zu werden. Und
Da will ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie ein Matsch funktioniert. Ich bin ein, zwei Matschlöcher durchgefahren und habe dabei festgestellt, okay, geht gar nicht, ist halt das Profil sofort dicht und rutscht halt sofort ja nach links und rechts weg, da hast du halt keine Chance mehr. Ne? Aber wenn man das weiß, kann man den Kompromiss eingehen. Ne? Ich meine, die wenigsten von uns werden mit solchen Reifen irgendwo riesige, wilde Matschpartien irgendwo oben in Schweden vollziehen wollen, sondern werden in erster Linie normale Schotterstraßen fahren. Und dafür ist das Ding echt wahnsinnig überraschend. Und kann mir gut vorstellen, dass es ein toller Reifen als Kombination ist, auch mit dem Hinterreifen, wenn man so wirklich klassische Gravel Roads fahren will. Also ich sage mal so ein Ted wie oben in Schweden, Norwegen oder so, die jetzt nicht wirklich weltbewegend technisch anspruchsvoll sind, solange man auf diesen Schotterstraßen da bleibt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Reifen, der zudem auch, sag ich mal, einiges an Kilometerleistung bringt. Bei dem Vorderreifen ist ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass er diese kolportierten Reifen oder Kilometerlaufleistung, wie man die manchmal in den Videos der Amerikaner sieht, wo die irgendwie 21.000, 24.000 Kilometer fahren, also mit einem Hinterradsatz, kann ich nicht ganz nachvollziehen, glaube ich nicht. Mein Vorderreifen hat zwar jetzt auch, wie gesagt, 16.000 Kilometer runtergemacht, aber er hat halt angefangen, so ein bisschen an den Ecken rau zu werden und zu chippen, wo ich sage, ich hätte ihn dann schon gerne so bei 15.000 Kilometern runtergeschmissen. Was aus meiner Sicht nichts Schlimmes ist, jeder Reifen, der, sag ich mal, dual einsetzbar ist, sowohl auf einer Schotterstraße als auch auf der Straße, da angenehme Performance bringt und dann so um die 10.000 Kilometer fährt, ist für mich eigentlich ein guter Leistungsträger. Ja, insofern kann ich darüber nichts sagen, aber ich hätte den Vorderreifen, ehrlich gesagt, schon bei 14.000 Kilometern irgendwo runtergeschmissen, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber auf Reisen macht man das ja immer ein bisschen anders. Also, soweit zum Trailmax Mission. Ja, Trailmax Mission kann ich empfehlen für Leute, die weit fahren wollen, die hauptsächlich auf normalen Schotterstraßen unterwegs sind und dabei eben ordentliche Performance erwarten. Das Ding ist im trockenen Zustand, sowohl auf Straße als auch auf Schotter, spurtreu. Und er liefert halt einiges an Laufleistung, meiner Meinung nach, so dass man sich keine Sorgen machen braucht, wenn man jetzt, keine Ahnung, ans Nordkap fahren will oder ähnliches. Ja? Insofern ist es eine wirklich gute Mischung. Würde ich ihn als 50-50 Reifen einstufen, so wie von Dunlop letztendlich proklamiert. Im trockenen Zustand auf jeden Fall, im nassen Zustand definitiv nicht. Insofern würde ich eher sagen, dass es so ein 60-40, 70-30 Reifen ist, also mehr so auf der Straßenseite. Ja, aber kann ich durchaus empfehlen. Dann in meiner Kombination der Hinterreifen, der Motors Tractionator Adventure. Das ist quasi so diese Einstiegsstufe bei Motors Richtung Adventure. Darüber kommt ja dann noch der Grell Z sozusagen und dann gibt es noch irgendwie den Desert oder so ähnlich, die dann ein richtig grobes Profil haben für den tiefen Sand und so. Insofern, das ist so die Einstiegsvariante für uns Normalos, die normal reisen und ab und zu mal durch den Wald fahren, meiner Meinung nach. Über den Reifen hört man sehr viel, gerade die Amerikaner stehen total auf diesen Reifen, viele Australier natürlich auch, klar, ist ein australisches Produkt. Fangen wir mal an, machen wir das genauso wie bei dem Vorderreifen. Der Motors Tractionator Adventure ist ein ziemlich grobprofiliger Reifen. Und wenn man den das erste Mal in Natura sieht, dann macht man ziemlich große Augen. Er hat echt wahnsinnig tiefes Negativprofil. Das sind, glaube ich, 12 mm, 11 mm, irgendwas in dem Dreh. Ich habe es nicht gemessen, aber da verschwindet so ein Daumen schon mal locker flockig drin. Das ist schon ordentlich und auch die einzelnen Stollen, die sind ziemlich weit versetzt. Man hat da ziemlich viel Platz drin, sodass die sich auch wieder freischaufeln können. Im Vergleich zum Rail Z sind die Mittelstollen nicht versetzt. Ne? Bei dem Rail Z sind die in der Mitte noch so ein bisschen hin und her versetzt, was vermutlich dann einfach gerade auch auf gröberen Schotter ein bisschen mehr Spurtreue gibt. Aber ja, sei mal dahingestellt, irgendwo muss man ja anfangen. Der Adventure als solches auf der Straße hatte mir durchaus genügt, möchte ich mal sagen, mit vorsichtig auszudrücken. Es wird schnell klar, dass der Reifen ein ziemliches Problem
was Temperatur angeht, hat. Also er braucht eine Weile, um auf Temperatur zu kommen. Das heißt, wenn es kühl ist, so wie heute jetzt hier, wo man früh morgens aufsteht und man hat dann irgendwie 10 Grad, 12 Grad oder so, man fährt dann los, dann braucht er schon so seine 20, 30 Kilometer, um das erste Mal wirklich richtig Vertrauen zu bieten. Solange er da seine Temperatur noch nicht erreicht hat, neigt er so ein bisschen dazu zu rutschen. Also wenn man da zu viel Gas gibt und so, dann fängt er an hinten durchzudrehen. Wenn man um die Kurve fährt, zu früh Gas gibt, zu schnell Gas gibt, dann fängt er an so leicht auszubrechen. Ist alles kontrollierbar, aber doch ungewöhnlich stark wahrnehmbar. Sobald man diese 20, 30 Kilometer hinter sich hat und der Reifen auf Temperatur gekommen ist, ist das alles weg. Ja, das sollte man auf jeden Fall wissen. Es ist für mich in Ordnung, wenn man es weiß. Ja, also man kann halt nicht aufs Motorrad steigen und einfach Vollgas geben. Sollte man sowieso nicht, aber bei dem Reifen erst recht nicht. Aber wenn man es weiß, dann ist es halt kontrollierbar. Wenn er dann warm ist und man auf der Straße unterwegs ist, macht er eine erstaunlich gute Figur, zumindest für die Art und Weise, wie ich fahre. Ich kann mein Motorrad in der Kombination komplett bis auf die Fußrasten runterdrücken. Das ist gar kein Thema, ohne dass er da mit der Wimper zuckt. Er hat einen guten Grip, muss man sagen. Sehr überraschend bei diesem Profil. Es ist unglaublich, was er da bietet. Auf trockener Straße funktioniert er einwandfrei. Er fängt relativ früh im Vergleich zu anderen Reifen an so ein bisschen zu rutschen. Man merkt das. Aber dadurch, dass er im Profil so Sidelocks hat, die greifen dann auch auf der Straße relativ schnell, merkt man halt wirklich, wie er versucht, so ein Stück wegzudrücken, bis die dann quasi diese Sidelocks greifen und er dann wieder Grip hat. Also das ist kein Problem. Um den jetzt wirklich ausbrechen zu lassen, muss man schon wie ein Bekloppter fahren, meiner Meinung nach. Das machen die schon recht anständig. Wenn es dann regnet, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Da kommt vermutlich auch wieder dieser Temperaturunterschied zustande. Ich weiß es nicht so genau, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber Fakt ist, wenn es regnet, dann fängt er auch an, in gewissen Situationen ja zu rutschen. Ja, also ist jetzt nicht gefährlich in dem Sinne, aber es fängt doch eher an als bei anderen Reifen. Aber auch da ist es so, dass er scheint irgendwie dieses Temperaturgefälle nicht zu mögen. Also in dem Moment, wo es anfängt zu regnen, dann fängt er an, hier und da zu rutschen. Und das liegt nicht unbedingt an dem Dreck auf der Straße, so wie man das klassisch in der Fahrschule lernt, sondern scheint wirklich an dem Temperaturunterschied zu liegen. Denn nach 10 Kilometern oder so, wenn er sich an diese Temperaturen irgendwie gewöhnt hat, dann ist dieses Rutschen auch auf nasser Fahrbahn plötzlich weg. Das ist ein bisschen komisch. Auch ein Thema, wenn man es weiß, kann man damit umgehen. Aber habe ich jetzt noch nicht bei so vielen anderen Reifen in dieser Form kennenlernen dürfen. Meine Erfahrung, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr es gerne unten reinschreiben. Im Offroad als solches, da hat er dann auf jeden Fall absolut überzeugt und überrascht. Also da bin ich schwer begeistert von. Bleiben wir mal zunächst bei trockenem Schotter. Bei trockenem Schotter ist so, dass er im Vergleich zu meinem absoluten Highlight aktuell, dem Bridgestone AX41, keine so tolle Spurtreue hat auf dem Hinterrad. Also er bricht schon aus und wackelt dann so ein bisschen hin und her, tanzt so ein bisschen. Aber alles im Rahmen, nicht schlimm, bietet aber dabei trotzdem ordentlich Vortrieb. Also der drückt richtig nach vorne an der Stelle, obwohl es halt, wie gesagt, nur diese Adventure-Variante ist. Und wie auf der Straße auch schon durch diese Sidelocks, die er drinne hat, beißt er sich so unverschämt in den Boden rein, wenn es um die Kurve geht. Das macht richtig Spaß. Und für jemanden, der Offroad anfängt, muss ich sagen, ist das einfach so richtig, richtig selbstbewusstseinsfördernd, muss ich sagen. Weil du kannst damit schon ziemlich an deine persönlichen Grenzen gehen als Anfänger, ohne dass du großartig Gefahr läufst, dass da was Größeres passiert. Weil das Ding hat immer Grip sozusagen auf Gravel, auf Schotter, sowohl in der Kurve als auch geradeaus. Hat
unglaubliches Bremsverhalten auf Schotter. Es funktioniert richtig gut. Und wenn es dann irgendwo ein bisschen gröber geht, also grob mit Steinen bergauf und so, hat er gut Traktion, hat er richtig gut Traktion, gefällt mir unwahrscheinlich gut, muss ich sagen. Und das ist egal, ob du da mit Straßendruck fährst oder einen Druck ablässt. Ich habe das zwischendrin mal ausprobiert. Klar, wenn du den Druck ablässt, dann funktioniert der im Sand noch besser. Aber du kannst mit Straßendruck das Ding einfach den ganzen Tag fahren. Ist super, wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, wenn es in Sand geht, da arbeitet er sich gut durch, erstaunlich gut. Natürlich gibt es andere Profile, die das besser können, aber die sind dann natürlich von der Reifenmischung her auch viel, viel weicher und viel, viel schneller runter. Und der packt da schon im Sand schon ziemlich gut. Ja? Und wenn es dann Richtung Nass-Performance im Schotter geht, haben wir dasselbe. Er setzt relativ schnell zu, weil die einzelnen Profile nicht so weit auseinander sind oder eben nicht so sehr alternierend versetzt sind wie bei dem RAL-Z dann. Aber wir haben halt trotzdem im Vergleich zu anderen Herstellern ziemlich viel Platz zwischen den einzelnen Stollen. Und wenn er sich denn dann schnell zugesetzt hat und man dann relativ schnell auch wieder irgendwo richtig in eine Pfütze reinkommt, um es auszuspielen oder halt aus dem Matsch wieder rauskommt, dann arbeitet er sich auch von alleine relativ schnell wieder frei. Also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb ist er in Sachen Offroad von meiner Seite her in jeglicher Form zu empfehlen, meiner Meinung nach. Wenn man es richtig krachen lassen will, besorgt man sich sowieso einen anderen Reifen, das ist klar. Aber wir reden ja hier von normalen Reise-Enduristen sozusagen. Und vor allem mit so einem fetten, schweren Motorrad wie meiner Africa Twin. Ja, mit Gepäck allem drum und dran, ja, da fährt man sowieso anders. Also dafür ist dieser Adventure absolut top, muss man sagen. Wirklich richtig, richtig gut. Vom Positiven, wie gesagt, er funktioniert auf der Straße ausreichend gut, ohne dass ich da sonst was an Kompromissen machen muss. Er funktioniert auch im Regen einigermaßen in Ordnung. Ohne dass ich jetzt irgendwie Angst haben muss. Er funktioniert Offroad richtig gut. Er funktioniert im Sand sehr, sehr gut. Er hat eine super tolle Spurtreue, was einfach Schotter, aber auch Straße angeht. Sehr, sehr gut. Auf der Straße muss man sagen, er folgt auch nicht diesen Bitumstreifen sozusagen. Das macht er auch sehr gut. Also da ist er schon ziemlich stabil, muss man sagen. Hat mich sehr, sehr überrascht. Laufgeräusche sind natürlich relativ hoch bei diesem Reifen. Aufgrund dieses groben Profils, aber das ist was, was mich persönlich nun wirklich gar nicht stört. Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden. Negativ bei dem Adventure ist diese Temperaturabhängigkeit, die zwar zugegebenermaßen immer nur in so einem kleinen Fenster ist, ne, bis er sich an die Temperaturen angepasst hat, aber es ist einfach da, man muss es wissen, ne, man muss sich darauf einstellen, wenn man das kann und möchte, dann kriegt man hier einen sehr, sehr guten Reifen für alle Lebenslagen. Und ein zweites großes Profil, und deshalb kann ich ihn nach wie vor auch nicht hundertprozentig uneingeschränkt, sage ich mal, weiterempfehlen. Ich habe zwei Sätze gehabt quasi, also zweimal ein Hinterrad. Und beim ersten Mal, den habe ich irgendwie 8000 Kilometer gefahren, haben sich ziemlich starke tiefe Risse um die jeweiligen Stollenprofile gebildet, die mir nicht unbedingt Angst gemacht haben, aber wo ich doch so ein bisschen Bedenken hatte, was denn mit dem Reifen in Zukunft noch passiert. Ich musste ihn dann zwangsweise sowieso tauschen, weil ich hoch ans Arktische Meer fahren wollte und habe ihn dann nochmal gegen einen Adventure ersetzt sozusagen, um einfach zu gucken, ob das jetzt nur eine Ausnahme war oder nicht. Dieser Tractionator Adventure, der zweite sozusagen, der hat dann jetzt 14.000 Kilometer gehalten. Von den 14.000 Kilometern ist er genau 4.028 Kilometer rein Offroad, Schotter und groben Schotter gefahren. Das sind so grob 30% sozusagen von der Fahrleistung. Hat er gut gemacht, wie gesagt. Aber er hat am Ende der 14.000 Kilometer auch wieder so kleine Risse direkt neben den Stollen hervorgerufen. Und nun ist sowas unter normalen Umständen nichts Ungewöhnliches bei groben Stollenprofilen. Man darf hier, wie gesagt, nicht vergessen, dass er eine Höhe von knapp 12 Millimetern von den jeweiligen Stollen hat. Und insofern, das ist schon weit mehr als viel an der... Entschuldigung.
schon weit mehr als viele der Konkurrenz haben. Und bei normalen Enduro-Reifen hat man das dann halt leider auch oft, weil da die Gummimischungen so weich sind, dass die Noppen halt wegreißen. Das ist unter normalen Umständen nichts Schlimmes, einfach so vom Reifenaufbau her passiert dabei nichts weiter. Aber wir haben natürlich hier keine ganz so weiche Gummimischung, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, was daraus resultiert, wenn die Risse wirklich zu groß werden und vor allem, wie weit sie noch wandern. Also das war ist schon ein Negativbeispiel. Andererseits muss ich sagen, hat er 14.000 Kilometer gehalten. Ne? Also insofern, tue ich mich schwer. Ich selber würde den Reifen auf jeden Fall wieder kaufen. Ist für mich jetzt eigentlich ein Reifen, der bei mir ganz oben steht. Ich würde den gerne nochmal in einer anderen Kombination fahren. Aber die Laufleistung passt für mich. Das Verhalten Offroad ist einfach wahnsinnig gut. Und ja, auf der Straße ist gut genug für mich, um damit auf Reisen zu gehen, auf Tour zu gehen. Ne? Für den geneigten Straßenfahrer würde ich ihn absolut nicht empfehlen. Aber wie gesagt, für mein Profil ist er toll, mag ich ihn. Ich würde ihn am liebsten mit einem AX41 auf der Front sozusagen fahren wollen. Also so, dass man quasi im Vorderrad einen AX41 hat und auf dem Hinterrad dann einen Tractionator Adventure hat. Das ist, glaube ich, für mich, für einen Reisenden die perfekte Kombination. Beides hält dann zusammen quasi so um die 12.000 Kilometer locker. Und du kannst halt jederzeit abseits der Straße unterwegs sein und bist eigentlich immer gut aufgestellt, ohne dass du jetzt irgendwie Gefahr läufst, ein Problem Offroad zu bekommen, meiner persönlichen Meinung nach. Ja. Aber man muss halt im Hinterkopf behalten, dass sich diese Risse gebildet haben und ich nicht genau sagen kann, ob das ein allgemeines Problem von Motors ist oder nicht. Ja. Ich denke schon, dass sie da ein kleines Problem mit ihrer Gummimischung haben. Ja, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Das ist jetzt so Glaskugel gucken. Bei mir überwiegen jetzt die positiven Eigenschaften und ich würde ihn wiederfahren, definitiv. Ich würde ihn aber nicht an euch einfach uneingeschränkt empfehlen. Also wenn dann nur mit dem Hinweis, dass ich zweimal einen Adventure hatte und zweimal hat er diese Risse gebildet, wobei jetzt beim zweiten Satz die deutlich geringer waren und mich jetzt nicht so sonderlich gestört haben. Aber ich will jetzt hier dazu sagen. Ansonsten habt ihr jetzt in den Bildern ja gesehen, wie so ein Tractionator Adventure nach über 4000 Kilometer Schotter und insgesamt einer Laufleistung von 14.000 Kilometern ausschaut. Mit dem könnte man eigentlich auch noch einiges mehr fahren, zumindest wenn man so fährt wie ich. Also ich schätze, den hätte ich auch auf 18.000 Kilometer gebracht und ich wäre damit trotzdem noch auf normalen Schotterstraßen gut bedient gewesen, ja, für härteres Gelände, ja, würde ich ihn eher auf die 14.000 Kilometer schätzen. Ja, gut, das war's mal wieder. Sehr unstrukturiert. Ich weiß, dass viele von euch das nicht mögen, aber ich rede hier frei vom Herzen weg, frei von der Leber sozusagen und so wie es gerade passt. Für mich, ich bin halt kein Reifentester, auch wenn ich früher mal für einen Reifenhersteller gearbeitet habe, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist hier rein meine Erfahrung aus dem normalen Leben eines Motorradreisenden. Und damit sollte an der Stelle auch gewesen sein. Ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin bleibt alle schön gesund und wir sehen uns. Ciao.